jetzt auch die Zeit für innere Ehrlichkeit. Exemplarisch für mich bedeutet es beispielsweise, dass ich eigentlich schon lange weiß, dass meine Tage hier an dem Ort gezählt sind. Man blockiert sich dann auch manchmal, indem ich eben Hürden gesehen habe, warum ich jetzt hier nicht wegkomme, warum ich noch bleiben muss. Ich meine, es ist zum Teil auch schön hier. Nancy und Mike Holten waren am Zuger See, das ist gar nicht weit von hier alles. Ich meine, die Schweiz ist ja allgemein nicht so groß. Aber man weiß ja nicht, wo sie wohnen. Ich meine, man ist irgendwie mit diesen Menschen jetzt in Kontakt, aber das heißt ja nicht, dass man mit ihnen real, ich nicht, gemeinschaftlich in Kontakt ist. Ich habe auch Uwe Breuer noch nicht wieder gesehen seit damals. Ich weiß gar nicht, der wohnt vermutlich auch hier irgendwo. Auf jeden Fall ja im deutschsprachigen Teil der Schweiz, aber keine Ahnung wo. Ich meine, damit schützen sich diese Menschen ja auch, ist ja auch in Ordnung. Sie würden da vielleicht jeden Tag, zum Teil dann jetzt doch unangemeldet und uneingeladen, einige Menschen tagtäglich hinströmen möglicherweise. Die Ornitanis, sie sind hier in der Nähe. Ich kenne hier auch jemanden, der bei dem Uwe Breuer war, da werde ich vielleicht demnächst mal anrufen und vielleicht, wenn ich eingeladen bin, was ich eigentlich mal war, auch mal vorbeischauen. Aber ich meine nur, eine Gemeinschaft hat sich da ja jetzt so nicht formiert. Nicht, dass ich da jetzt wüsste, wo die sind und da hingehen könnte. Wäre ja vielleicht auch schon nochmal was anderes. Lena Giger ist wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg hier. Aber ich finde es schon in Ordnung, dass da auch keine Anschrift drunter steht, ich sag mal. Oder vielleicht ist die sogar irgendwo, ich recherchiere ja da auch nicht. Ich glaube, dass ich hier, wenn ich mich nicht jetzt blockiere und den Fokus auf Negatives setze und eben falsch ausrichte, dass ich hier noch ganz gute Wochen und Monate haben kann, auch wenn es im Moment sehr, sehr schwer war, ja, also einfach schwierig. Und eben auch noch ist, aber letztens fragte mich eine Freundin, wie es mir geht. Ich habe gesagt, es geht mir gut, weil ich weiß, es kommt gut. Hat sie jetzt gar nicht so verstanden, dass es mir gut geht, obwohl es eigentlich gerade gar nicht so gut ist. Aber ich denke, andere verstehen durchaus, was ich meine und dass das möglich ist. Ich bin jetzt erst an einem Punkt, auch durch eine Freundin, die ist älter als ich, die Schulleiterin ist, ist es mir nochmal so bewusst geworden. Es bringt nichts. Ja, ich meine, wenn ich im Überlebenskampfmodus war, das hatte ich dann manchmal auch noch nicht. Da war ich einfach noch nicht durch. Ich konnte es noch nicht besser. Aber jetzt eben, ich bin raus aus dem Kampfmodus und dabei bleibe ich auch. Wenn man verbunden ist, braucht man das nicht mehr. Mann nicht und Frau auch nicht. Denn mir ist nochmal so klar geworden, sie hat jetzt dieses Thema, das hier in der Kultur wirklich ein Thema ist, dieses Manipulative, das, was man als hinterhältig, ja, was heißt wahrnimmt, das ist es. Und auch diese sinnlose Konkurrenz, wo ich aber wirklich jetzt meine, dass sie hier in der jüngeren Generation nicht mehr so drin ist, aber in der älteren, gerade die Frauen, nicht nur gegenüber Ausländerinnen, ja zum Teil auch untereinander. Ich habe da wirklich drunter gelitten, ja. Da war irgendwie meine Harmonie gestört, dann hatte ich gar keine Lust mehr, dahin zu gehen. So war ich mal. Oder wenn ich betroffen war, habe ich mich verletzt gefühlt, aber dann ist man drin in der Opferrolle. Selbst wenn das total verständlich ist, weil das ist ja kein schöner Zustand. Aber ich habe für mich jetzt gelernt, wenn ich wirklich neutral bleibe, mich nicht verletzen lasse, da ein Schutz da ist und ich aber auch positiv ausgerichtet, mich gar nicht darauf einlasse und in der Liebe bleibe, das aus einer höheren Perspektive sehe, dann löst es sich auf. Das ist natürlich auch schon mal ein Schritt Meisterschaft, den ich hier anfangs auch, ich will nicht mal sagen, noch gar nicht hatte, aber nicht halten konnte. Und das sind die Dinge, die immer leichter werden.
Weil einfach der Lichtkanal viel offener ist, weil es viel leichter ist, dahin zu gehen und auch stabil das halten zu können und dementsprechend eben auch da drin zu stehen, standhaft und nicht dieses, was wir jetzt über so viele Jahre hatten. Und im Nachhinein muss ich schon sagen, ich erinnere mich jetzt auch, ich habe ja eben auch von der OCG berichtet, dieser Sekte. Mein letztes größeres Fest damals im Bergischen Land bei Köln in Deutschland, das waren Taufen, das war so schön. Ich habe da sogar geweint kurz, weil ich irgendwie dachte, ja, was habe ich da aufgegeben? Und dort in der Schweiz habe ich es eben als sehr karg und spröde und ja, unter der spröden Oberfläche diese ganze Gier, all diese Themen und sehr belastend empfunden. Und eben auch dieses, dass ich da, selbst wenn ich wollte, eben nicht so hinpasste und dann auch Druck bekam. Ablehnung. Ich habe hier tatsächlich zweimal erlebt, das waren Leute aus Deutschland, einmal ein Mann, einmal eine Frau. Das war nach meinem ersten Jahr, da habe ich mir Stellenausschreibungen, Schulen angeschaut. Man hat mir den Raum sogar gezeigt. Die hatten den Raum derer, die meine Vorgänger gewesen wären, da bin ich natürlich nicht hingegangen, vollkommen zugestellt, obwohl die zu dem Zeitpunkt noch da waren und eigentlich noch gearbeitet haben. Also so ein richtiger Ausdruck von Missachtung und respektlos, mangelnde Wertschätzung. Ebenso nach dem Motto, wir wollen dich nicht mehr und wir nehmen dir jetzt den Raum. Und das sind eben Dinge, dass ich meine, das weiß vorher natürlich so keiner, der hier nicht schon mal war. Wie viele ausländische Ehen sind ja auch kaputt gegangen. Die Kinder sind die Leidtragenden, weil die dem Druck nicht standgehalten haben. Und ich freue mich, dass jetzt etliche wieder in ihre Heimatregionen zurückgekehrt sind. Denn ich meine, hier waren sie, hatten sie vielleicht materiell ein wenig mehr als dort. Aber was haben sie dafür alles aufgegeben an Liebe und Heimat und Herz? Zum Teil sogar auch Geist, ihre eben doch Gemeinschaften, geistigen Gemeinschaften, ich meine, die ist ja durchaus, ich weiß, dass es auch sehr schöne muslimische Gemeinschaften gibt und so weiter. Und sie sind natürlich hier auch, viele sind hier eigentlich auch absolut unter Lebensstandard des Durchschnitts gewesen. Auch wenn sie ein bisschen mehr hatten als in ihren Heimatländern.